Moment, ich werde zusätzlich hatte keiner ein Fotoapparat. Dann geben Sie also zu, dass ein Dunkelhäutiger erschossen worden ist. Ich habe nicht gesagt, dass da nicht irgendwas passiert. Ich habe nie gesagt, dass da irgendwann nichts passiert sein könnte. Ich habe nur gesagt, dass es nicht für den Fall relevant ist. Dass es ein anderer Fall ist und dass das hier eigentlich gerade nicht der Ort ist, um das zu besprechen. Aggressivität der Polizei aus. Aber ich werde fortfahren. Und diese Hellhäutigkeit kommt durch die rote Flare. Durch die rote Flare. Okay, Sie wollten das gerade erklären? Gut, Sie wollten das gerade erklären. Also ich hätte jetzt auch tatsächlich behauptet, dass die Person nicht dunkelhäutig ist, wie es zum Anfang hier besprochen wurde, sondern dass sie tatsächlich eine andere Hautfarbe trägt, als es eben von Ihnen angegeben wurde, und würde dieses Foto auch tatsächlich erstmal bezweifeln, dass dieses echt ist. Aber ich lasse Sie gerne weiterreden, Herr Bollwolf. Das mit der Hautfarbe, das kommt einfach nur da daneben, wie Sie sehen, eine stark rote Flare leuchtet und die das Ganze verfälscht. Wenn ich jetzt eine Flare hier neben Sie schmeiße, erscheint sie auch in einem anderen Licht. Okay, das heißt, wenn ich eine, ich frage nur noch mal vorsichtig der Beweisführung und ja, für meine Akteneinsicht. Das heißt, auf Deutsch gesagt, Sie sind ja auch, entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber auch dunkelhäutig. Das heißt, ich werfe eine Flare jetzt neben Ihnen, dann werden Sie auf einmal weiß. Ist das richtig? Wenn ich auf dem Boden liege und Sie das mit einem Fotoapparat machen, die, ja, in der Nacht. Okay. Ich unterbreche die Verhandlung für einen kleinen Augenblick. Erheben Sie sich. Danke. Können Sie sich wieder setzen. Spannend, was hier so passiert, oder? Ja. Unheimlich. Ja, gut gefälscht. So, ich bin wieder da. Ich bitte wieder um Ordnung. Nehmen Sie wieder alle Platz. Genau, Dankeschön. So. Ging ja schnell. Ich würde dieses Beispiel mit Ihnen jetzt einmal durchführen wollen, Herr Maulwurf, um die Echtheit des Fotos sozusagen einmal zu prüfen. Ich würde das Licht. Ja, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Dafür wird der Herr Lahn schnell mal kurz den Lichtschalter ausmachen. Ich würde aber vorsichtig bitten, dass wir ein kleines bisschen Licht haben, damit er im Vorfeld oben auf den Rängen nochmal das Licht anschaltet. Also beim nächsten Mal brauche ich einen Fernglas. Ey. Dass wir da noch mal ein ganz kleines bisschen indirekte Beleuchtung haben, dass hier, ne? Schade. Stockdunkel ist es ja draußen auch nicht. Es scheint ja auch immer der Mond. Der Mondschein. So, dann werden wir dieses Foto jetzt einmal sozusagen nachstellen, indem Sie sich einfach hinhocken. Das müsste eigentlich ja auch reichen. Nachgestellte Szene jetzt also. Okay. Ui! Dunkel ist gut munkel. Aber es ist dunkel. Ich bitte den Verteidiger, den Staatsanwalt nach vorn. Ich will hier nichts zu erwähnen oder rausgeschmissen. Also sieht für mich immer noch so aus wie vorher. Ich kann aber auch gerne mal ein Foto machen. Ich würde Sie bitten, ein Foto zu machen. Okay, ich habe meine Kamera nicht mit. Ist Herr Lahn noch da? Der hat doch eine Kamera. Nun, man müsste sich ja hinlegen, eigentlich. Herr Lahn, können Sie einmal ein Foto machen? Von vom Herrn Verteidiger? Also, das ist nur schöne als kleine, Stimmung, ja.
Als kleiner Vergleich, ich würde ganz gern, dass Sie vielleicht auch nochmal den Steve mit auf dieses Bild mit hinauflassen, um den Vergleich zwischen hellhäutig und dunkelhäutig im Flair. Würden Sie sich nochmal hinhocken, Herr Pflichtverteidiger? Auf dem Bild den ist Herr Steve mit hell zu sehen. Und dunkelhäutig. Ah, okay. Leute, das Bild ist ein falsches Bild. So, nur einmal zum Vergleich daneben. Ich denke, jeder hat es gesehen. Vielen herzlichen Dank. Sie dürfen das Licht wieder anmachen. Eigentlich müsste sich ja hinlegen. Rotlicht. So, ich würde auch nochmal den Staatsanwalt nach vorne bitten. Ich gehe davon aus, dass man durch die Maske den Herrn Steve erkennen kann, dass es dort ein wenig heller ist, als er ist ja weg. Bei dem da ist einer, ja. Herr Pflichtverteidiger ist. Dies ist von meiner Seite aus keine Wertung. Der schläft wahrscheinlich nur ganz kurz. Schwäche anfangen. Sie hat sich verwandelt in eine Maus. Geht's ihm gut? Er liegt hier. Geht's ihm gut? Okay. Vielleicht sollten wir eine ganz kurze Pause machen. Ist jemand Arzt? Der hat das rote Licht nicht vertragen. Ja, ich müsste nämlich vielleicht auch einmal ganz kurz meine Ohren waschen. Wir können ja auch mit den anderen Zeugen weitermachen. Herr Richter? Wir könnten ja auch eine ganz kurze 2 Minuten Pause machen, dann könnte ich meine Ohren auch einmal kurz waschen, damit ich sie noch ein bisschen besser verstehe. Ohren waschen? Jawohl, verstanden. Dann wollen wir das so machen. Wir unterbrechen die Verhandlung, bis wir den Herrn Snickers wieder ordnungsgemäß auf den Beinen haben. Bis gleich. Danke für das Licht. Sie können es wieder ausmachen. Bis gleich. Ich hätte sonst ein bisschen Wasser mit, wenn wir da das vielleicht Wasser, ins Gesicht schütten wollen. Hallo, könnt ihr die Tür aufmachen? Wir wollten einen rauchen. Ja, das mit dem Wasser scheint nicht so gut geklappt zu haben. Wir warten noch einen kleinen Augenblick. Jetzt wird er wahrscheinlich krank. Okay. Immer diese Rauche. Ja, oder? Hier drin. Oder wer weiß, ob er jetzt noch atmen kann. Vielleicht hat er ja was im Mund gekriegt oder so. Bäh. Aber ich möchte jetzt wirklich nicht in den Mund rumfummeln da. Das ist. Nee. Wo ist sonst nichts bei dabei, außer einer Kartoffel noch? Ich hab doch einen Fisch bei. Wir können ihn auch mit dem Fisch lenken. So als Riechprobe oder wie? Oder ja, also. Der Fisch ist frisch. Okay, okay. Ach, ist schon geil, Leute, oder? Doch, ne, so RP. Herr Richter, können Sie mal was sagen? Muss ich öfter mal machen. Erst einmal so ein RP-Server, ja, ne? Ja, ich bin da. Hören Sie mich jetzt wieder ein bisschen besser? Klar und deutlich. Die wundervolle Stimme, super. Das ist alles gut. Klar. Ja, jetzt hätte ich ganz gerne eigentlich ja nochmal den, Die Jungs, die draußen rauchen, sind, die gehörten doch mit zu dem Herrn Snickers. Vielleicht können die uns irgendwie irgendeine Vorkrankheit machen, aufklären. Nicht, dass er jetzt einen epileptischen Anfall oder ähnliches hat. Er liegt mir zwar sehr ruhig da, aber nicht, dass wir ihn da irgendwie ärztlich betreuen müssen oder so. Er hat Medikamente dabei, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, was das für Medikamente sind. Oder ob das seine Medikamente sind, die er eigentlich der Verhandlung. Ist die Ärztin gar nicht da? Die Avocado oder so. Das hat er ab und zu mal, ja, das ist wegen seiner Krankheit. Das kommt mal vor. Er muss eben 10 Minuten braucht er und dann ist er wieder total fit. Ist er krank, ja, war ja was. Okay, okay. Okay. Da hat er doch heute auch von gesprochen, ne? So, auf jeden Fall ist das mehrjähriger Teil hier, merkt das so schon. So spannend hätte ich mir das gar nicht vorgestellt. Ich habe das ja auch geschnitten. Wissen Sie, sind mich übrigens jetzt, also wo... Ich möchte Popcorn. Ich bin echt mal gespannt, wie das ausgeht hier, wie der Richterspruch nachher ist. Popcorn, ich hätte Schokolade dabei. Ich
Ja, gar nichts. Ich hätte einen gebratenen verhungern. Fisch. Ach, jetzt ist er gebraten. Ja, ein, zwei gemacht, gebraten in der Hosentasche. Ich nehme dir. Sie denn Fischer oder Plumberuf? Oder wo kommt der Fisch daher? Ja. Entschuldigung. Sehen Sie, sorry, das, natürlich, das, der beste das Fisch. Das ist, wie ich sagte, mit seinen Medikamenten, das ist nicht vernünftig eingestellt. Kein Problem, willkommen zurück. Ach, da ist er ja wieder. Willkommen zurück. Sorry, sehr gut, dass es Ihnen wieder gut geht. Herr Lahn, würden Sie wieder die Leute, die an dem Prozess noch dran teilnehmen wollen, wieder reinlassen? Ich wollte die junge Dame doch Schokolade geben. Der andere Herr da hinten mit seinem Fisch war schneller. Warum bevorzugt die... Oh, Fisch ist ja auch gesund, ne? Fisch ist gesund. Bräuwolf. Der Bräuwolf, okay. Der Richter möchte Sie gerne sprechen. Und man hört sogar die Leute jetzt draußen, ne, weil ich den Sound ja leider lauter gestellt habe. Aber zu laut geht auch nicht, ne? Denn, wie gesagt, manche Leute sind zu leise durch Mikrofon, manche Leute sind zu laut. Aber ich denke mal, so soll das passen. Da gibt mir gerne mal Rückmeldung. Ja, okay, und beim nächsten Mal stelle ich das noch lauter. Sie vertrauen ja, denke ich mal, Ihren Anwalt. Ich weiß nicht, inwiefern noch irgendwelche Aussagen zu treffen sind, falls Sie weg sind oder sowas. Aber ist schon angemessen, ne? Die Lautstärke, denke ich mal. So, ich muss wieder ruhig sein. Zuhören. Alles klar, super. Ich denke, Waffen oder dergleichen haben Sie jetzt nicht geholt. Nee. Bitte ein. Haben nur geredet. Warten Sie bitte kurz. Die haben Steine vielleicht. Steine. Ich kenne das ja von früher. Steinig ihn und so, ne? Herr Kollege Gordon? Das ist doch ein Chat hier. Avocado. Das ist doch die Ärztin. Ja, dürfte ich Sie bitten, dass Sie die beiden nochmal kontrollieren? Na, natürlich. Irgendwelche spitzen Gegenstände etc. mit dabei, woran ich mich jetzt verletzen könnte, wenn ich sie durchsuche? Nein. Stumpfe Steine sind auch gefährlich. Bitte einmal den Anus spreizen? Arme. Okay, sorry, ich hab das falsch verstanden. Ready. Ich geb's doch zu, das hätte dir gefallen. Darf ich jetzt durchgehen? Nein! Oder? Jawohl! Lan! Was ist da los, Mensch? Was machen die da? Irgendwelche spitze Gegenstände, Waffen etc. mit dabei, woran ich mich jetzt verletzen könnte? Nö. Da guck ich lieber weg. Mach mal Platz! Lan, geh mal ein Stück zurück! Ja, das ist so. Das dauert aber bei denen. Bitte einmal die Arme spreizen. Bitte nehmen Sie Platz. So, ich sag mal, wir haben alle Leute wieder im Saal drin, die vorher auch drin waren, die uns dran teilnehmen wollen. Alles ist soweit in Ordnung. Unser Angeklagter ist auch wieder bei guter Gesundheit. Alles ist in Ordnung. Jawohl. Ich würde tatsächlich, nachdem wir jetzt die Beweisaufnahme nochmal vertieft haben mit einem Experiment, das Wort an den Staatsanwalt weiterreichen und dann setzen wir die Verhandlung einfach fort. Ja, dürfte ich den Herrn Snickers dann jetzt weiter befragen? Ja. Falls der Bräuber fertig ist? Oh, ich hätte mal was zu essen hinstellen sollen hier. Guten Tag, Herr Snickers. Tee ist auch schon alle. Was haben Sie denn am Freitagabend gemacht? Sehr gut. Wenn Sie mir nichts sagen wollen, ist das okay. Ich gebe alles, was Einspruch, Sie belasten. Weil der Angeklagte hat diese Schilderung. Herr Richter, ich habe ich Sie leider nicht zu Ende Fragen stellen, oder? Ich
Ich hab noch den Einspruch noch nicht zu Ende verstanden. Ich würde den nochmal um Wiederholung bitten, Herr Pflichtverteidiger. Ich habe Einspruch gegeben, weil der Angeklagte den Tathergang vom Freitag schon geschildert hat.